Generation Next, egal ob X, Y oder Z, die nächste Generation, das spüren wir alle, ist irgendwie anders. Nur besser oder schlechter, das ist die Frage. Die Weltmeisterin Martina Acht arbeitet seit 5 Jahren zusammen mit ihrer Tochter Josefina Acht. Wie das funktioniert und welche Tipps die beiden für uns haben, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Mensch, 2 Damen an meiner Seite, Josefina Acht, Martina Acht, schön, dass ihr da seid. Und bevor wir gleich darüber sprechen, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich wie ihr miteinander arbeitet, würde ich dich, Josefina, gerne fragen, was glaubst du, macht deine Mutter so anders und damit so erfolgreich? Ohne Fleiß kein Preis, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Mhm. Und dass sie ihren Job liebt. Okay. Das ist das Allerwichtigste, dass man da mit Leidenschaft und ganz viel Liebe den Beruf ausübt. Findest du dich ja wieder? Ist das so genau der Grund? Und du bist wirklich eine sehr, sehr fleißige Frau. Also ich glaube, das Thema Urlaub hast du relativ spät in deiner Karriere erst eingeführt, ne? Das ist komplett unwichtig. Wird überbewertet. Anderen, ja, wird komplett überbewertet. Während die anderen Urlaub gemacht haben, habe ich meine größten Erfolge gefeiert. Du bist selbstständig, Martina, seit 1980? Ja, ich bin zu meinen Eltern und zu meiner Oma in den Salon gegangen, hier gerade um die Ecke, rum 57 Quadratmeter. Ich habe gemerkt, dass meine Oma nicht mehr so kann. Und habe mit meinen Eltern gesprochen und habe gesagt, ich komme zu euch. Habe Gott sei Dank sofort einen Platz drüben in Frankfurt auf der Meisterschule bekommen. Man hat mich noch mit reingequetscht. Und in den 3 Monaten, wo ich in der Schule war, hat mein Daddy den Salon renoviert nach und nach. Mhm. Und 1980 im Januar hast du übernommen? Bin ich dann mit. Nein, ich habe nicht übernommen, ich bin mit eingestiegen. Ah, okay. Und war von Anfang an ein gleichwertiger Partner. Mhm. Also es gab da die Frau Acht, die Frau Weißlein und dann das Fräulein Acht. Okay. Und mein Daddy hat mir jeden Abend meine Umsätze gesagt. Mhm. Und wenn ich, wenn ich mal krank war, stand der im Krankenhaus und der hat mir dann auch gesagt, wie viel Hunderte von Euro ich gerade verliere. Ja, da wirst du ganz schnell wieder gesund. Gibt es etwas, wo du sagen kannst, das hast du von deinen Eltern gelernt? Ich bin im Salon groß geworden. Ich habe alles mitgekriegt. Ich habe gewusst, welche Kundin blöd ist. Ich habe mit den Kunden meine Hausaufgaben gemacht. Und wie ich klein war, damals war noch die Einlegzeit, da habe ich bei den Kunden auf dem Schoß gelegen und dann haben die mir vorgelesen. Okay. Ja, und wenn ich eine Süße hatte, hat die auch für mich gesungen. Und ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Ich habe gesehen, was falsch lief, schon wie ich klein war. Mhm. Und als Teenager wollte ich absolut keine Friseurin werden. Ich wollte zur Bank, ich wollte Geld zählen, ich wollte zur Börse. Meine Freundin wollte das und da wollte ich mit. Aber ich habe kein Bankpraktikum bekommen. Mhm. Und hat mein Daddy gesagt, ich schenke dir einen Mofa, wenn du zu einem Friseur gehst. Dann habe ich gedacht, naja, für einen Mofa hältst du das mal aus 3 Wochen. Und dann war ich in diesem Laden und da war es genauso scheiße wie bei meinen Eltern. Ja, ich musste kehren, ich musste Aschenbecher ausleeren, ich musste was zu trinken bringen. Ich durfte Haare waschen. Mhm. Ich fand das überhaupt nicht prickelnd. Und dann hatte ich das große Glück, dass ihm ein Haarschneidemodell am Wochenende ausgefallen ist. Und dann hat er gesagt, würdest du mit mir gehen? Und dann habe ich gesagt, was kriege ich dafür? Und er sagt, Haare müssen weg und ich färbe dich. Sind 50 Mark okay? Und dann hat die angehende Bankfachfrau gesagt, super, da gehe ich mit. Und dann hat er mich sonntags morgens mit einem Jaguar E-Type abgeholt. Und dann habe ich gedacht, wow, die verdienen auch noch richtig Geld. Das hat dich überzeugt. Innerhalb von 2 Stunden wurde die 15-Jährige zu einer 27-Jährigen. Ja. Ich saß mit zuckenden Backen da oben auf dieser Bühne und habe die geilen Kleider gesehen, die tollen Mannequins, die Frisuren. Und irgendeiner schrie, auf die Plätze fertig los. Und wie ich da oben saß, habe ich gedacht, bei mir wird es auch bald auf die Plätze fertig los.
Das war der Schalter, der umgelegt wurde. Ich habe diesen Beruf anders gesehen, nicht mehr als Dienstleistung, dienen und leisten, sondern ich habe die Kreativität gesehen. Und die Chancen entdeckt, was man machen kann. Wie toll! Ja, abends hat noch die haarkosmetische Industrie eine tolle Show gemacht. Da sind Friseure rumgerannt auf der Bühne mit Körbchen, wo die Bürsten drin waren und das Haarspray. Ich weiß es noch wie heute. Und da saß für mich ein alter Mann neben mir und dann habe ich gesagt, was muss man denn machen, um da unten mitrennen zu dürfen? Da musst du deutsche Meisterin werden, dann wirst du engagiert. Aha. Aber du musst mindestens deutsche Meisterin werden, dann wollen die dich erst haben. Da bin ich nachts heimgekommen, blonde Haare, geschminkt wie ein Pfingstochse. Mein Vater hat eine Pupillenweitung gekriegt, als er mich nachts gesehen hat. Und ich habe gesagt, ich will deutsche Meisterin werden. Bevor wir jetzt gleich über die, da kam ja Europameister, Weltmeisterschaft, darüber sprechen, würde mich bei dir noch interessieren, war das ähnlich? Ja, sie hat mich dann auch nur zu den schönsten Veranstaltungen mitgenommen. Das macht's halt aus. Damals hat sie ja super viele Shows gemacht und als ich 14 war, durfte ich dann mit nach London zur Alternativ-Hair-Show. Dann habe ich von morgens bis abends Haarnadeln gehalten, habe diese verrückten Kostüme damals gesehen. Und dann hat sie gesagt, so 10 Minuten vor der Show, auf, raus ins Publikum, schaut es euch an. Und da habe ich heulend im Publikum gesessen, weil ich es so toll fand und habe mir gedacht, das ist ein Punkt, da will ich auch hin. War denn das bei dir von Anfang an klar, dass du sagst, Josephine soll mal deine Nachfolge werden? Also war das ein Ziel von dir, sie dorthin zu bringen? Und wie hast du das gemacht? Wann muss man beginnen, eine Nachfolge aufzubauen? Ich hatte das von Anfang an im Kopf. Meine Oma hat mit meiner Mutter zusammengearbeitet. Meine Oma, meine Mutter haben mit mir zusammengearbeitet. Und dann hast du schon ganz tief in deinem Herzen den Wunsch, dass dein Kind diesen Weg auch geht. Und wann hast du dann entschieden, jetzt will ich es werden? Also wie alt warst du da? 14. Mit 14? Mit 14. Wie hast du reagiert? Das werde ich nie vergessen. Das war einer meiner Highlights. Beschreibst du es mal? In meinem Leben. Ja. Da fällt dir ein Stein vom Herzen. Das Ziel war, erreicht. Okay, und das war in London. London gewesen. Bei dieser Show wurde vorhin Spaß. Alternativ-Hair-Show. Und dann ist diese Richtung auch beibehalten worden bis eben heute. Und du, ich habe vorhin gefragt, wie lange selbstständig, seit 1980. Wie lange willst du noch selbstständig sein? Wie ist das geplant mit dem Übergang zwischen euch beiden? Unsere Situation ist, dass wir partnerschaftlich verbandelt sind. Mhm. Wir machen alles gemeinsam. Und ich finde das herrlich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Von Anfang an, wie sie das erste Mal hier die Treppe hochkam nach ihrer Schule bei Pivot Point, das ist heute noch für mich ein Ritterschlag. Mhm. Du hast mir im Vorfeld eine Sache gesagt und die fand ich auch ganz toll. Und ich glaube, da muss man sich sowieso immer wieder Gedanken, wenn wir über Beruf und Erfolg sprechen, machen. Du hast gesagt, also ja, du hast sie mitgenommen zu den schönsten Veranstaltungen, aber gleichzeitig gab es auch eine Regel, es wird zu Hause nicht über Mitarbeiter gemeckert, es wird zu Hause nicht über Kunden gemeckert und so weiter. Also möglichst nur die positiven Dinge mit nach Hause zu nehmen und zu Josephine zu tragen damals. Das war auch eine bewusste Entscheidung von dir. Beides. Ja. Klar sprichst du darüber auch, aber nie nur negativ. Ja, ja. Es muss beides sein. Und wir sprechen heute auch alles durch. Ich bin wie mein Vater jetzt. Mhm. Er hat immer das Büro gemacht. Ich war nie auf der Bank bis vor 9 Jahren. Mhm. Ich war nie bei meinem Steuerberater. Mhm. Jetzt muss ich diese Hölle da unten im Büro durchstehen. Ich bin ein Händchenmädchen. Ganz weit hinten ist diese Rechnerin. Ja. Eigentlich hasse ich das wie die Pest, aber ich tue das jetzt. Mhm. Und über Zahlen spreche ich nicht nur mit Josephine, auch mit meinem Personal. Ja, ich sage denen abends, wie viel Umsatz sie haben. Ja. Und ich möchte auch einen bestimmten Umsatz haben. Ich möchte, dass wir zwei und unsere Mitarbeiter einen tollen Lohn haben. Mhm. Möchtest du eine Eigentumswohnung haben? Ich will, dass sie ein geiles Auto fahren. Ich will, dass sie mindestens 3-mal im Jahr einen tollen Urlaub machen können. Und dass sie nicht abhängig sind von Männern. Okay. Und manchmal musst du auch jemanden wieder abholen,
der seinen Weg verloren hat. Mhm. Wir haben sehr langfristige Mitarbeiterinnen hier. 16 Jahre, 20 Jahre, 14 Jahre. Das sind Familienmitglieder. Mhm. Da passiert auch manchmal was. Eine Ehe funktioniert nicht. Wir haben eine Mitarbeiterin, die chronisch krank ist. Und da habe ich jetzt Jahre mit zugeguckt und habe sie gepampert und habe sie geschont, weil ich gesagt habe, mit so einer Diagnose muss man erst fertig werden. Mhm. Und vor ein paar Wochen habe ich einfach meinen Mut genommen, habe sie in den Arm genommen und habe gesagt, du bist so eine Tolle. Hör jetzt auf, über deine Krankheit nachzudenken und geh wieder zurück, wo du warst. Man sagt ja so, das kennt man aus der Gehirnforschung, das, was man häufig tut, darin wird man immer besser. Das heißt also, wenn man häufig klagt, dann wird man immer besser im Klagen. Ja. Und wenn man aber häufig positiv denkt, dann wird man auch immer besser im häufigen positiven ja, Denken. Ja, ich werde auch sauer, wenn mich einer fragt, wann ich aufhören will. Ja. Ich halte es da lieber mit Karl Lagerfeld. Ich kenne keinen Stress, ich kenne nur Strass. Okay. Und ich finde deine Frage ziemlich scheiße, weil ich liebe das, was ich tue. Ja. Wenn hier dieser Zwerg irgendwann mal zu mir sagt, Mami, jetzt bleibst du aber daheim. Ich bring mich um. Also aufhören ist gar nicht denkbar für Das dich. Ist das, du würdest mir das Schönste, ich habe hier in meinem Berufsleben neben der Geburt meiner Tochter die schönsten Sachen erlebt. Mhm. Immer nur positiv. Klar habe ich auch mal eine Kasperklatsche beim Wettbewerb bekommen. Klar sind auch mal meine Umsätze runtergegangen. Ich habe gedacht, oh, du lieber Gott, ich brauche eine Schlaftablette, ich kann nicht pennen. Mhm. Aber dann bin ich wieder in meinem Rädchen so gerast, dass alles wieder gut war. Also du hast, ich denke, das, und das zeichnet dich ja auch aus, du hast Positives erlebt, weil du ein positiver Mensch bist. Wahrscheinlich hätten andere in gleichen und ähnlichen Situationen hinterher gesagt, ich habe nur Negatives erlebt, weil sie auch nur negativ gefiltert haben. Also das, wie weit haben wir das selber in der Hand, zu erkennen, was positiv und was negativ ist? Das hast du komplett. Aber deine Familie ist auch wichtig, Josephine. Wie oft habe ich am Boden gelegen und habe rumgeschrien, weil ich nicht gewonnen habe. Und da hat mein Vater ganz entspannt da gesessen und hat gesagt, deine Schreierei da unten hilft nichts, steh auf, trainier und zeig denen, wo der Hammer hängt. Das kommen wir jetzt auch nochmal dazu. Also du nicht gewonnen bei einer Meisterschaft, sagst du wahrscheinlich. Ne, davon sprichst du jetzt. Wann hast du damit begonnen, auf der Bühne zu stehen und bei Meisterschaften dabei zu sein? Also aktiv mitzunehmen? 3 Wochen nach meinem Ausbildungsbeginn. Das war mit 16. Okay. Und wie viele Titel sind es insgesamt geworden, weißt du das? 97. 97 Titel. Und der höchste dabei ist Weltmeisterin. Das war wann? 1988. Und die andere Titel sind auch Europameisterin? Du musst alles durchlaufen. Du musst deutsche Meisterin sein. Ab dann wirst du qualifiziert und darfst du bei internationalen Wettbewerben mitmachen. Und ich habe, ich wäre gerne nochmal deutsche Meisterin geworden. Was glaubst du denn, wie wichtig diese Titel waren für den Erfolg deines Salons? Ich habe die Titel alle nur gewollt, nicht für meinen Salon, sondern dass ich bei der haarkosmetischen Industrie so begehrt bin. Das war reiner Eigennutz. Okay. Die Gemeinsamkeiten oder vielmehr die Unterschiedlichkeiten zwischen den Generationen, das haben wir ja auch in den letzten Monaten, also jetzt haben wir ja hier zwei sitzen. Für dich ist aber ja Generationsnachfolge nichts Neues, weil du ja schon die dritte bist, Martina, du bist die vierte, fünfte, haben wir gesagt, ist auf dem Weg. Also das Generationen miteinander arbeiten ist ja für dich ein Bestandteil deines Lebens und deiner gesamten Karriere. Aber im Moment hören wir natürlich häufig auch, boah, die wird auch beklagt, die neue Generation. Und ich habe hier mal ein tolles Zitat, weil ich glaube, das Beklagen der neuen Generation ist auch nichts Neues. Ich möchte euch gerne mal ein Zitat vorlesen, das geht folgendermaßen. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Das hat Sokrates gesagt und der hat 490 bis 399 vor Christus gelebt. Also das heißt, das Thema ist ja scheinbar schon immer ein Thema. Aber mich würde jetzt aufgrund deiner Erfahrung, Martina, auch interessieren, spürst du denn einen Unterschied, vielleicht nicht nur von Mutter zu Tochter, sondern grundsätzlich im Salon einen Unterschied, wenn die Generationen miteinander arbeiten?
Merkst du da einen Unterschied? Und wenn ja, ist der gut oder schlecht? Ich stelle fest, dass bei gebildeten Menschen, wenn du sie darauf aufmerksam machst, sofort ein Schalter sich umdreht und die sehr nett und höflich sind. Man muss bei jungen Menschen auch bedenken, dass vieles nicht Oberflächlichkeit ist, sondern auch ganz viel Hemmung. Das muss man bedenken. Und ich glaube, einfach viel miteinander reden und beibringen. Mit den jungen Mitarbeitern. Ja, ja. Ich habe, da wir ein bestimmtes Qualitätslevel haben, stelle ich ja gerne Meister ein oder erfahrene Friseure. Und ich glaube, wenn jemand das realisiert hat, dass er nicht nur arbeitet, um glücklich zu sein, sondern auch um gutes Geld zu verdienen, die haben das alle verstanden. So wie ich dich kenne und einschätze, bist du ja jetzt nicht unbedingt der Mensch, der so alles zulässt, sondern du hast ja schon konkrete Vorstellungen. Und ich glaube, das ist auch wichtig von einer Marke. Und ich meine, du bist die Marke ja definitiv hier im Haus noch. Nachfolger sitzt da. Du hast ein klares Bild davon. Wie kommunizierst du das denn? Also das klang ja gerade so, wie du sagst, wir müssen über alles reden. Es klang sehr soft. Warum glaube ich jetzt nicht, dass es im Alltag immer so soft jetzt ist? Jetzt muss ich mich einmischen. Aber gerne. Unser Liebstes ist morgens unten an der Kaffeebar um 20 vor 8. Um 8 Uhr geht's los. Aber wir trudeln alle so zwischen 7:30 und 7:45 spätestens ein. Und dann haben wir immer so einen Meeting Point unten an der Kaffeemaschine. Jeden Morgen trinken wir zusammen Kaffee. Und was wird da so besprochen? Alles. Alles. Zum Beispiel? Alles. Was? Aber wie klar äußerst du deine Vorstellung? Ganz klar. Wenn du jetzt zum Beispiel bei mir ein, zwei Probetage machen würdest, die wären dann Freitag, Samstag, wenn hier die Hölle ausbricht, und dann würde ich dich vollkommen in Ruhe lassen. Okay. Ich würde dir nur vorher sagen... Wenn ich mich hier bewerben würde. Ja. Ich würde dir nur sagen, was ich von dir erwarte, wie du auszusehen hast, um wie viel Uhr du hier zu sein hast und dass ich sehr viel Engagement erwarte. Mehr sag ich nicht. Ich werde noch abfragen, die Färbetechniken, Schneidetechniken. Abteilungen und so weiter, ja. Das mache ich in einem... Wie machst du es mit Mitarbeitern? Ich meine gar nicht so Bewerbern. Also wie deine Mitarbeiter, wie lernen die das, die Marke? Also wie bringst du es ihnen bei? Ganz klare Strukturen. Ich zeige, wie die Frisuren zu sein haben, die ich haben möchte. Ich sage denen, wie lange sie brauchen dürfen. Ja. Wie wichtig ist denn das Thema Vereinbarungen so in der Zusammenarbeit? Ich meine, gibt es eine klare Marke, es gibt sicher klare Abläufe im Unternehmen, die müssen ja alle einhalten. Wie wichtig sind Vereinbarungen? Da ist es eben wichtig, dass wir als Team gut zusammenarbeiten, wenn eine Neukundin zum Beispiel da ist oder auch eine Stammkundin, die was Neues möchte oder, ich sag mal, nicht mehr zufrieden ist mit dem Jetzt-Moment, dass wir da sagen, ich hole meine Mutter dazu oder ich hole eine Kollegin dazu und auch meine Mutter holt mich oder eine Kollegin dazu. Manchmal sind wir auch zu dritt. Manchmal sind wir auch zu dritt. Und beratschlagen, was machen wir, was manchmal ist der beste Weg. Manchmal weiß man es auch selber gar nicht. Doch, man weiß es, aber man will ein Feedback hören. Denn ich bin der Meinung, auch wenn viele denken, wir schaffen das über die sozialen Medien, für mich ist ganz wichtig, wenn ich eine neue Mitarbeiterin habe, die ist dauernd drüben in der Akademie in Frankfurt oder in Düsseldorf. Ich will auch, wenn neue Mitarbeiterinnen hierher kommen, dass die den Koloristen machen. Dauernd diese Fortbildung und auch nicht so viel im Salon. Ich mache nicht gerne Schulungen im Salon. Sollen lieber mal wegschicken. Die müssen raus, die müssen ihre Scheuklappen verlieren. Ja. So war es ja auch bei mir. Ich habe nichts von Oma und Mama gelernt. Ich bin gekommen, so hat es mein Vater gesagt, komm, wenn du besser bist als die zwei. Und es war mein großes Glück, dass ich dann auf Augenhöhe mit diesen beiden Frauen war. Ich würde gerne mal zu einer Sache zurückkommen. Vorhin hast du gesagt, wenn Josephine dir sagen würde, du brauchst jetzt nicht mehr zu kommen oder du störst uns, dann würde sie dir das Leben nehmen. Das wird ja wahrscheinlich auch nie passieren. Das heißt, irgendwann wirst du wahrscheinlich sagen, Josephine, ich komme jetzt nicht mehr. Oder wie
Wie stellst du dir das vor? Ich mache das, wie Karl. Ich mache einfach weiter, bis ich verrecke. Okay. Und dann komme ich vielleicht nur mal eine Stunde vorbei. Oder ich komme nur einmal die Woche. I don't know. Würdest du denn, Josephine, was verändern? Also angenommen, sie kämen jetzt die nächsten Tage, oh, ich habe mir das überlegt, jetzt übernimmst du doch, ich hau schon ein bisschen eher hier ab. Gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich jetzt anders machen? Oder wäre dein Ziel, genau diesen Stil weiterzuentwickeln? In den letzten 5 Jahren hat sich hier drin ja schon vieles verändert. Also du hast schon Einfluss genommen. Ich bin hier angekommen und dann haben wir erstmal zusammen den Laden renoviert. Okay. Es sah vorher schon anders aus. Und seitdem ich da bin, haben wir auch viel jüngere Kunden. Ah ja. Also jetzt kommen wir, das ist das, was ich eben wissen will. Also das heißt, ihr ergänzt euch in die Generation. Ja, positiv. Und ich habe dann Kunden von meiner Mutter übernommen und dann sagen die, ach, jetzt bist du da, jetzt kann ich ja auch mal meine Tochter schicken. Die vielleicht 15, 16, 20 ja, ist. Voll. Ja. Und das sind ja dann wieder Kunden, die hoffentlich sehr, sehr lange bleiben. Aber das klingt gut und das klingt für mich auch noch stabil und gesund, dass man sagt, gemeinsam redet ihr miteinander und was ihr vor allen Dingen tut. Und ich finde, das kann auch wirklich ein Appell an Menschen sein, die uns zuschauen. Die Unterschiedlichkeit von Menschen, von Generationen, wenn wir sie dann erkennen und wenn sie dann da, es wird ja häufig als ein Mangel betrachtet oder als ein Problem. Aber in Wahrheit ist ja gerade Unterschiedlichkeit auch ein Wert, wenn wir damit vernünftig umgehen und wenn wir das zu schätzen. Du musst von jungen Menschen lernen. Ja. Und dann musst du auch mal die Klappe halten, auch wenn es weh tut. Okay. Und sagen, ja, warte mal ab. Und dann, wenn der Weg gut ist, ist es super. Ja. Und wenn er nicht gut ist, dann sagt man, naja, das ändern wir dann halt wieder. Aber du musst es erst mal ausprobieren. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man Kunden nicht böse ist. Das sagen ganz viele Kunden, ah, ich würde gerne mal von dir geschnitten werden, aber ich habe Angst, dass deine Mutter böse auf mich ist. Ja, okay. Ja, das dann sage ich, nein, sie müssen nicht. Ja. Sie wird nicht böse sein. Ich bin aber auch nicht böse, wenn meine Mutter schneller ist als ich, wenn sie beim nächsten Mal wieder von meiner Mutter geschnitten werden. Man kann ja dann auch sagen, sie wird nur sauer, wenn sie zum anderen Salon gehen, aber solange es jemand ausbleibt. Das sage ich immer. So sage ich es auch. Ja. Ja, so sage ich es auch in meinem Salon. Ich sage immer, wir sind eine große Familie, das ist kein Fremdgehen. Fremdgehen ist erst, wenn man in einen anderen Salon geht. Genau. Und dann werden wir auch sauer. Ja, genau. Aber sonst wir freuen nicht. Uns, wenn sie wiederkommen. Genau, oder? Herzlich willkommen, genau. Immer auch auf meine Ansage vom Band, wenn wir im Urlaub sind, bitte gehen Sie nicht fremd, es wird eh nichts. Sehr schön, das ist toll, das werde ich mir auch mitnehmen und wahrscheinlich übernehmen bei meiner Ansage. Wobei, dann macht ihr hier zu, heißt das so? Also ihr macht nicht Betriebsferien? Ja, 2 Wochen im Sommer, 1 Woche im Winter. Donnerwetter. Und dann haben wir kein Sommerloch und die ersten 2 Wochen von den Sommerferien sind bumsvoll. Mhm. Die letzten 2 Wochen sind bumsvoll, weil sobald du Begehrlichkeiten wächst oder was rationierst, rennen die Menschen. Ich bin in der guten Position und Josephine auch, Menschen vertrauen uns durch unsere Kompetenz. Mhm. Und deshalb sage ich immer zu neuen Mitarbeitern, lernt ganz viel. Und wenn ihr viel wisst, könnt ihr das auch ausstrahlen und dann kriegt ihr Vertrauen. Mhm. Aber wenn man schon selber nicht gut aussieht und dahinter steht und die Schultern hängen lässt und keine Meinung hat, ist es immer sehr schlecht. Aber ich möchte diese Punkte, du hast jetzt ganz wichtige Punkte gesagt, die würde ich gerne nochmal zusammenfassen. Einmal hast du vorhin gesagt, die fachliche Qualität muss immer weiterentwickelt werden. Absolut. Also das heißt, ihr macht extrem viel Schulungen. Es ich gibt lerne nie einen heute noch. Fertig. Nein. Das Zweite ist, du sagst, es muss ein toller Salon sein, weil hier kommen die Menschen hin und hier sollen sie sich wohlfühlen. Unser Service muss passen. Und das Dritte, das fand ich gerade sehr spannend sogar, weil das ist auch so ein Aspekt, den man nicht so oft hört, ist selbstbewusst hinter der Kundin zu stehen. Und denn dadurch wird die Beratung auch viel leichter. Nicht so friseurig, nicht so kleinfriseurig. Und so, wenn man euch so sieht, kann man sich das auch schon gut vorstellen, dass ihr da richtig stabil dahinter steht. Und dann werden Ratschläge bei der Beratung natürlich auch leicht angenommen. Wir stehen aber auch so, wie wir jetzt aussehen im Salon. Ja, das glaube ich. Also, ja. Also, das ist auch ein Standing, was du nach außen trägst, wie du dich selbst präsentierst. Ja. Ja. Auch unsere Friseurin. Ja. Ich möchte, dass die sich Versace-Kleider leisten können. Ja. Dass sie nicht nur bei Zara und Co. einkaufen. Sehr, sehr hohes Niveau. Aber in dem Fall sieht man ja, dass es sehr erfolgreich ist.
Mensch, ich hätte noch tausende Fragen. Was ist dein Ratschlag an Josephine, dein Tipp an Josephine? Gibt's da einen? Immer schön fleißig sein und nie auf andere hören und einen eigenen Weg gehen. Reinspringen, machen und wenn es scheiße ist, können wir es auch wieder zurückdrehen. Was ist dein Ratschlag an deine Mutter? Sie soll einfach so weitermachen und sie ist mein größtes Vorbild. Traumhaft. Oh, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Aber ich bin sicher, nicht nur deins. Weil ich kenne viele Menschen, die... Ich bin auch Fan von ihr und ich gibt viele Dinge, wo ich weiß, die werde ich nie mehr lernen, aber deswegen bewundere ich sie dann auch umso mehr. Es hat richtig Spaß gemacht, mit euch sich zu unterhalten. Und es ist, man spürt auch den guten, wie heißt das so schön, junge Leute sagen immer Vibes, gute Vibes zwischen euch. Also eine gute Vibration auf jeden Fall. Und danke euch, Martina. Danke dir, Josephine, für dieses Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass vor allen Dingen auch Sie dabei waren. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ich freue mich unfassbar und bin sehr stolz darüber, wie viel gute Resonanz wir bekommen für Salongespräche. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Dank Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß und viel Erfolg.